Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir in der letzten Folge ein bisschen uns mit Morgvarg beschäftigt haben und herausgefunden haben, dass Torda von Larvik uns angelogen hat. Und deshalb wollen wir mal mit ihm reden. Praise Freya. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Cut the act. Don't buy your piety one bit. You were one of Morgvarg's men. Well, well. Sharp yarn. Didn't see one thing, though. Lads here around me, they're mine. Armed to the teeth to the man. Let me introduce you. Willst du das wirklich? I'm no knight-errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna lift Morgvarg's curse. Why would you bloody do that? Horson should suffer till Ragnarok. The day after, actually. It's what I do. Used to say the same myself. Till Morgvarg gave the order to sail for Hindisfjall. I've raided often and cruelly. Killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much, even for me. When it was over, and Morgvarg was drinking with the rest, I took this out. Wolffang pendant, covered in runes. I got it from my Da, who was good eye of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Spoke true, it seems. Your pop-pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give it to you. That Horson should suffer. Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. And as I see it, you owe them, don't you think? All right, take it. But it don't come free. Want one thing in return. Won't tell anyone about your past, give you my word. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Das soll er mal versuchen. Once Morgvarg's human again, you can't let him leave. No matter what. Das kriegen wir hin. Respect, Witcher. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir können aber auch einen anderen Weg finden, um den Fluch zu brechen. Glaube ich zumindest. Zumindest sagt uns das Spiel, dass wir das können. Also, gehe ich mal davon aus, dass wir das können. Komm her. Na, aufsitzen. Gucken wir mal, was uns das Spiel nämlich noch als Alternativen darbietet. Here's the nest. Na, das ist für was anderes wichtig. Dieses Nest. Was ich aber mal gucken will. Was war das denn jetzt genau? Hat zwar an sich nicht viel mit der Quest zu tun, aber ich meine, wir können hier auch noch was erfahren. Denn da die Priesterin nicht mehr in ihren Garten kommen, haben sich die Priesterin nach hier You do not worship Freya. No, but I respect those that do, including her priestesses. This does you credit, but is meaningless as well. For Freya rewards and punishes those of other faiths and infidels as she does her own. Worship her and it will help, though it will settle nothing. What do you need? Ich wollte da so mal was über Morgvarg wissen. Tell me something about this temple, could you? It happened once that Freya lost her favorite white cat. She scoured the isles and finally found him here. Freya's heart filled with joy, and she blessed this place. A temple was then established here. Didn't know Freya was into cats? Your ignorance speaks poorly of you. The white cat is the goddess's sacred animal and has deep symbolic significance. This temple is for those who seek Freya's help in finding what they desperately seek. Perhaps even you shall experience her grace.
Scorn her not. Or have you friends so powerful that you can afford to spurn divine aid? Okay, habe ich falsch gemacht. Mind if I have a look at your wares? Ich meine, dass es hier Infos über Morgvark gab. Das haben wir noch nicht gelesen, also nehmen wir das mit. Jetzt müssen wir ein bisschen davon verkaufen. Ich muss mal gucken, zwei Bücher haben wir noch nicht gelesen, die ich hier irgendwo rumfliegen habe. Den und den. Die habe ich nur schon angeklickt, beziehungsweise die habe ich schon einmal geöffnet. Was halt dazu führt, dass sie ausgeblendet werden, das ein bisschen doof ist, aber... Hey! So, sonst... Nö, danke. War übrigens offscreen noch kurz beim Schmied. Hast du Infos? Welcome to the Temple of Freya. I'm Kirisu. How can I help? You a novice? Because I'd never take you for a priestess. Truly? You've got a good eye. Though a bit off in this case. I'm neither a priestess nor a novice. I escaped a pirate ship, was wounded. That's why I'm here. Sisters Astrid and Dala found me on the beach, near dead. They brought me to the temple, watched over me. I owe them my life. Quite the adventure. Got a home to go back to, or will you stay here? I've a brother in Ardskellig. He's surely mad with grief searching for me. Once I'm better, all better, I'll find a longship and head home. So long. Das war ja eine sehr... Wobei ich glaube, das ist, Grant my brother's strength. Für wen anders? My light in his palm and Nilfgaardian next lie exposed. Ne, okay. Scheinbar hat sie, nichts zu sagen. Ich habe nur im Kopf, dass wir irgendwie noch von irgendwem noch Infos über Morgvark kriegen können. Und hier ist wieder zu. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich für gewöhnlich immer daran, das Ding offen zu lassen. Scheinbar diesmal nicht. Na gut, dann müssen wir ganz außen rumrennen. Keine Ahnung, vielleicht läuft uns Morgvark nochmal über den Weg. Dann können wir noch vermöbeln. Woran auch immer Geralt da gerade hingeblieben ist. Oh, okay. Es ist mal wieder, ich unterschätze jedes Mal den Fallschaden in diesem Spiel. Aber gut, viel Schaden macht Morgvark nicht, also... Wir können ja auch einfach mal den Reißzahn probieren. Vielleicht hilft es ja, ich weiß es gerade nämlich gar nicht. Morgvark. Kuckuck. Ja, der ist da. Okay. Ist ja schon mal etwas. Hündchen ist zu Hause. Es ist so unglaublich dunkel hier unten. Mach doch mal ein bisschen Licht. Was ich? Das haben wir schon mal geklärt. Und stärker wirst du halt auch nicht. Es wäre irgendwie cool, wenn er jedes Mal stärker werden würde, wenn man ihn einmal tötet. So nach dem Motto, du solltest dir immer überlegen, ob du ihn angehst oder nicht. End this. Or release me. Na, versuchen wir das mal. Here, put this on. I need no more fangs. Don't be a smartass, just do it. I'm free. Free! At last! Oh! Where's the tavern? I could eat a broiled pig. No, a side of beef. Wash it down with a cask of ale. Then to sea.
They forgot me, no doubt. Well, I'll fucking remind them with a bang. In Novigrad, everywhere. I'm back! Nö. Sorry, can't let that happen. Then why'd you bloody free me? To kill you, once and for all. End it, Witcher! Okay, der kann kontern. Das steht schon mal fest. Aber das können wir auch. Ja, auch manchmal muss auch der Hexer zum Henker werden. So, Entschuldigung. Moment, was liegt hier? Oh, Polymorphie. Ein Buch. Das wir schon haben. Egal. So, dann können wir uns unsere Belohnung abholen. Ich will nämlich noch nicht in der Hauptquest weitermachen. Vorher würde ich gerne noch ein, zwei Sachen hier erledigen. Zumal ich in der Stadt auf Larvik, glaube ich, war es, noch eine Quest gesehen habe. Und ja. Ach, halt, ich wollte doch einfach mal das Tor hier wieder aufmachen. Das wäre wesentlich einfacher. Einen Moment. Oh, meine Güte. Was ist denn da los? Ist das Ding jetzt offen? Ich glaube schon. Nö. Toll. Toll, toll, toll. Da kommt Geralt schon vorbei. Und wieder raus. Ja, ich bin jedes Mal zu faul, diese Leiter zu benutzen und kletter deshalb. Jetzt ist es offen. Ich hoffe, es bleibt. Sollte aber eigentlich. So. Gehen wir erstmal zum Auftraggeber. Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Das geht mir gerade auf den Keks in meinem Hals. Moment. So. Das war ein ziemlich aggressiver Frosch. Aber ich hoffe, ich bin hier jetzt los. So, wir wollen Belohnung. Come on now. Ich würde gerade sagen, Plätze richtig nicht auf. Ist doch gar nicht so steil hier. Hust, hust. So. Hallo. Ich habe euch so einen kleinen Gefallen getan. Oh! Where are you walking? What is it you wish? Also, Joscha. Greetings. What may I help you with this time? Morkvarg, got a few more questions. Achso, von ihr hätten wir Informationen bekommen können. Hups. I'll come for my reward. But can you be sure that... Morkvarg's gone, for good. Guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. So. Haben wir das gemacht. Dann ist ein Schnellreisepunkt. Wie gesagt, in Larvik haben wir noch eine Quest offen. Plus wir haben hier generell noch ein paar Nebenquests, die ich gerne erstmal machen würde. Denn, kleiner Spoiler, wenn wir da die Quest mit Yen weitertreiben, sind die Inselbewohner nachher nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Ich glaube, das hat an sich keine Story-Relevanz. Beziehungsweise für die Quests hat das keine Relevanz, aber... muss ja trotzdem nicht sein. Haben wir das nicht schon gemacht? Haben wir nicht eben schon mit Swana gesprochen? Auf jeden Fall, das würde ich gerne machen. Ach stimmt, das andere war ein Monsterauftrag, woran ich gerade gedacht habe ursprünglich. Okay, wir haben scheinbar noch nicht mit Swana gesprochen. I serve the goddess and her flock. What can I help? Du siehst genauso aus wie die Priesterin im Tempel, aber gut. Swana, you're about the hero's pursuits. Can outsiders sign up, or is this a closed event? Freya sees no insiders
no outsiders. Any man can pay her tribute by risking his life in the pursuits. Our races differ from those on the continent. We are beholden to one rule alone. First across the line wins. Sometimes he's the swiftest, other times it is the one who knocks his opponents off their mounts. Explains the name. There an entry fee? Courage. If you do not lack it, hang a horseshoe. Ja, dann, guten Morgen. A bit of exercise never killed anyone. So, where are the races held? The first three on Ardskellig. Whoever wins each at least once returns here to Hindisfjall to face last year's best rider in a final pursuit. Gotcha. What's his name? You mean hers. Astrid of Spikarog, known as the Vipress. Lovely as monikers go. And completely deserved. Good luck, Witcher. May your deeds bring the goddess pleasure. Na, das hoffen wir doch. Okay, dann war das hier die Quest, die wir hätten finden können. Dann will ich aber mal kurz gucken. Das müsste sein, ja. Dorfältester von Larvik. Mal springe ich über den Zaun, wenn ich mit denen da reden muss. Hallo, Torleif. You're a watcher? I see and right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed them. Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the counsel of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Svera insisted. Mustered a crew and... Only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Yeah. Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height in hands at the withers, or...? By species. Drowner's less than a cockatrice. Aha! But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much? Ja, daher auch der Mythos, warum das Hexer so herzlos sind. Aber bei dem können wir ein bisschen mit rausschlagen. Sagen wir 600? Komm, 600. Ach, have it your way. Tis your neck on the line. Das ist durchaus korrekt. Dann gehen wir mal zum Monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The four survivors. Where'll I find them? Aim to talk to Sphera. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Dann gehen wir doch mal da vorne zu den Typen hin. Ah, hier. Oh, ask this Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? Ye or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too plain dumb for that, damn it. Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They deserve to be buried. Willing to talk about it? Tell me what happened. Ask away. Remember what the monster looked like? It were dark. Caspar thought he saw something, but... 'Cause I did. It was huge. Its maw all blood-smeared.
bugger gutted Ungi with one claw, near spliced him in two. Ned. Word is, you were ambushed. Tell me where. Short way from here, along the road to Lofoten. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh! Blood spurted in me eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Interesting. Thanks. For what? Für Informationen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Hexer da alles draus lesen kann. Das ist auf jeden Fall scheinbar ein ziemlich schnelles Biest. Und scheinbar auch zumindest semi-intelligent. Also es kann mehr oder weniger Fallen stellen. Und ja, nicht jedes Ungeheuer ist zu doof dazu. Das muss man ihnen lassen. Manche sind sogar relativ intelligent. Manche sogar zu intelligent. Ja, hier haben wir den Wagen. Dann gucken wir uns mal um. Ja, den. Something really did tear him to pieces. Ja. In 2 bis 3, um genau zu sein. Looks like blood, but. Red clay. Ja, hier vorne hat man noch eine riesige Blutspur. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Creature leading the Neckers is sentient, gotta be. Capable of setting primitive traps, at least. Habt ihr redet von Neckern? Tracks lead into the woods. Ja, dann sollten wir denen doch einfach mal folgen. Oder ist das hier gerade eine andere Quest, als ich am Anfang dachte? Na, ich glaube, das ist eine andere Quest, als ich am Anfang dachte. Ja, doch, das ist eine andere Quest. Ich habe irgendwie eine andere im Kopf gerade. So, da vorne sind mal wieder giftige Gase. DPIA. Igni all the way. Lass mich immer durch. Ups. Stell dich halt an, Geralt. Ja. Und da will ich wieder mit keinen runter. Wenn dann. Kuckuck. Ja, hier gibt's jetzt ein bisschen Neckerschnitzel. I got company. Ha gut, Mann. Bester Name, wo gibt. Oh, der ruft immer mal wieder ein paar Wellen von Neckern. Aber die können halt nichts. Das ist sicher jedes Mal. Ja, das ist nervig. Ja, wiedersehen. Gibt auf jeden Fall nachher gut Loot. Ach, komm schon. Kriegermutter gehen. Und noch eine Trophäe. Ob ich das gerade nicht geskippt habe, keine Ahnung. So, den ganzen Loot. Das Problem ist, das sind alles nur blaue Muttergene, weil zwar nur Neckar und keine Neckarkrieger. Ich brauche doch rote Muttergene. Hier sind auch grüne Muttergene dabei, aber. Auch trotzdem rote. Das Spiel will mir keine geben. Das ist unhöflich. Na gut. Dann würde ich sagen,
mache ich mich jetzt mal auf den Weg zurück und in der nächsten Folge holen wir uns unsere Belohnung ab. Und können uns dann die machen uns dann an die Helden rennen. Das war nicht so smart. Habe ich auch nachher gemerkt. Aber egal. Und wenn wir die Heldenrennen haben, dann können wir uns um den namenlosen Feigling kümmern. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, Freunde.